Die Band HVOB hat ihrem elektronischen Sound viel Wärme eingehaucht. Wer braucht da noch Winterklamotten? Eine Melange aus melancholisch und mitreißend. So könnte man den Sound der Österreicher HVOB beschreiben. Feiermusik, die Trost spendet. Der Tourkalender von HVOB und ihrem Drummer könnte auch in 80 Tagen um die Welt heißen. Johannesburg, Singapur, Los Angeles, Tiflis. Nur einige der Städte, in denen sie allein 2015 ihre Live-Show durchgezogen haben. Mit Betonung auf live. Wenn man sich da die ganzen viele der elektronischen Acts angeschaut hat, die halt live gespielt haben, war halt oft halt irgendwie vorkonfektioniert. Also die halt auf Leertaste drücken und dann spielt das halt runter und sie machen halt ihre Knöpfe und Sachen dazu. Und das fand man halt prinzipiell viel zu wenig und haben uns gedacht, na, wenn, dann machen wir das so, dass man halt eben improvisieren kann, jammen kann, dass halt irgendwelche Dinge passieren, die nicht einprogrammiert sind. Schon öfters mal einen Live-DJ, der vor uns oder nach uns gespielt hat, und gesagt hat, Alter, warum tut ihr euch das eigentlich alles an? Das ist halt so wahnsinnig. Und es ist halt schon jedes Mal auch viel Arbeit, weil es ist halt jedes Mal Soundcheck, jedes Mal die ganzen Equipment von Wien nach Bangalore und so. Aber es ist, das ist ja schon wirklich viel wert. Das ist die Mitte von der Bühne. Das Motto von HVOB lautet Do it yourself. Das gilt auch für den möglichst ausführlichen Soundcheck, den Paul und Anna immer selbst managen. Dabei behilflich ein Tablet. Ihre Unabhängigkeit ist den beiden wichtig. Da können sie ziemliche Sturschädel sein, im positiven Sinn. Wenn das Radio jetzt sagen würde, das ist aber jetzt ein bisschen zu lang, könnt ihr 2 Minuten kürzer machen, damit wir spielen können, dann finden wir da halt nicht statt. Aber das ist jetzt keine Arroganz oder keine Überheblichkeit, sondern das ist einfach 100% kompromisslos sein zu dem, was wir machen. Und deswegen arbeiten wir auch mit keinen großen Labels zusammen oder mit irgendwelchen Managementagenturen. Also wir machen das, ist natürlich viel mehr Arbeit dann. Also oft, es ist mittlerweile so, dass wir mehr Zeit mit organisatorischen Dingen und Mails verbringen, als mit Musik machen. Was Paul und Anna besonders ärgert, sexistisches Schubladendenken. Dieses klassische Schemenbild, naja, der Mann muss produzieren und die Frau, die wird nur singen quasi und halt gar nicht darüber nachdenken oder was und auch immer. Und die Bühnenoutfits auch noch. Genau. Und lacht halt, ne? Aber ja, bei uns ist es ja 50-50 quasi. Also die Anna schraubt genauso an den Synths quasi und schreibt eigentlich die meisten Grunddinge sowieso. Und da fällt gerade alles um. Ja. Ja, also bei uns ist das dieses klassische Rollenbild nicht da. Anfang 2012 platzierten Anna und Paul bei SoundCloud die ersten HVOB-Lebenszeichen. Später im Jahr erschien dann dieser Track hier, Dogs. Im Sommer haben HVOB ihr zweites Album veröffentlicht, das etwas düsterer und technoider ausgefallen ist. Das erste Album hat gut funktioniert und man hätte da einfach mit dem Sound einfach so weitermachen können. Aber das wollten wir dann irgendwie auch nicht. Man hat dann schon noch für uns selber auch einen neuen Weg oder eine neue Herausforderung gesucht. Wenn sich das richtig anfühlt, dann ist es auch der richtige Weg quasi, ne, den man gehen sollte. Und wir sind generell jetzt nicht so, also jetzt so
leichterer Haus oder so, damit kann man uns eh nicht begeistern. Insofern wäre das die falsche Richtung gewesen. Ja, aber man hätte sicher viel Kohle damit machen können. Das schon, aber um das geht es ja nicht am Ende des Tages. Statt Kohle machen HVOB jetzt lieber Kunst. Für ihr Zweitwerk Trialog haben sie sich von physikalischen Prozessen wie Schmelzen oder Implodieren inspirieren lassen. Dabei ist auch das Albumcover des Künstlers Clemens Wolf entstanden. Und die Musikvideos vom VJ-Duo Lichterloh Clemens Gürtler und Christoph Schmid. 10 solcher Vorgänge wurden verarbeitet. Kann man die mal aufzählen? Voran mir ergänzen. Okay, schmelzen, zerreißen, ätzen. Biegen. Biegen, verbrennen, zerplatzen. Mischen. Brennen. Verbrennen haben wir schon. Das ist peinlich. Also die Antwort ist nein. Dieser Trialog war ein Experiment, bei dem alle Beteiligten nicht wussten, was am Ende rauskommt. Beim Song Azrael geht es um das Thema Reißen. Und da haben Lichterloh und Clemens Wolf haben so Juwelierseide gerissen. Und im Takt eben. Und der Paul hat es dann aufgenommen, dieses Reißen. Und das hört man dann auch im Song. Und bei Ghost zum Beispiel geht es um den Prozess Ätzen. Da haben wir Styropor mit so, ich weiß gar nicht, was sie da genommen haben, mit so einer ätzenden Säure, haben sie verätzt. Und im Text geht es dann um das Thema Verblassen oder Verschwinden. Das war für mich auch das Spannende, wie setze ich textlich einen physikalischen Prozess um. There are no two ways about it. You're my guide or you're my ghost. Wir haben ja angefangen an dem Projekt, bevor überhaupt alle Tracks fertig waren. Eigentlich hat es nur ein paar Fragmente gegeben. Und wichtig war, dass wir diesen Kreis zusammenbringen, dass wir nicht nur in diese eine Richtung arbeiten, vom Sound zum Video und zum Bild, sondern auch vom Bild wieder zum Sound kommen. Dass wir wirklich eine Kommunikation zusammenkriegen, wo man dann auch nicht mehr weiß, wo der Anfangspunkt ist. Das Visuelle ist HVOB auch bei den Live-Shows wichtig. Das Tüfteln hört da eigentlich nie auf. Der Überbau ist schlaues Ablenkungsmanöver. Denn in einer Zeit, in der sich auch Produzenten oft wie Popstars verhalten, bleiben HVOB lieber im Dunkeln. Es ist auch wichtig für uns, dass es ganz klar ist, worum es geht, dass es hier um Musik geht und dass es nicht um Anna und Paul geht, sondern dass es die Musik ist an erster Stelle. Und nicht wir und was wir anhaben auf der Bühne und was wir denken und was wir heute essen und das dann auf Facebook posten oder so. Aber es geht jetzt auch nicht darum, anonym zu sein, weil sonst müssten wir schon Masken aufhaben auf der Bühne und das würde dann wieder die Aufmerksamkeit auf einen selbst richten. Also wir versuchen das einfach ganz entspannt, uns da ein bisschen rauszunehmen und ja.